So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Lego Ninjago Magazine 2020. Und zwar genau 11 Stück. Ihr habt ja einige vielleicht von euch gerade das Lego Star Wars Magazine gesehen. 9 Stück. 11 Lego Ninjago Magazine und 5 Lego Ninjago Wundertüten. Das alles für 60 Euro. Habe ich ja vorhin erklärt in das andere Video, woher ich es habe. Mein Bekannter hat mir die mitgebracht. Er kennt jemanden, der eigentlich auf dem Flohmarkt oder Wochenmarkt steht. Ist er zurzeit nicht gegeben, aber sie hat die Magazine da. Er war da gerade zu Besuch und hatte mich per WhatsApp Bilder geschickt und ein kurzes Video. Und ich habe gesagt, nehm mit, nicht handeln, 60 Euro passt. All das solltet ihr mir ja vorhin schon kommentieren. Also hier jetzt auch eure Kommentare abgeben. Also alle drei Videos. Vorhin die Star Wars Magazine, jetzt die Ninjago Magazine und gleich die Wundertüten. Habe ich für alle drei Videos, die ich jetzt gleich produziere oder dann produziert habe, die Sachen, die ich unboxe, 60 Euro bezahlt. Ihr schreibt mir natürlich alle in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Und ja, ich weiß, es ist absolut, absolut übertrieben. Aber ich, limitierte Karten, all sowas, man kann es runterrechnen, vielleicht für 1,80, 2 Euro so ein Magazin, so ein legendäres Magazin war auch dabei, ist richtig cool. Aber jetzt passt mal auf, wir haben viermal das Lego Ninjago Magazin Nummer 60. Limitierte Karte, Boostertütchen, Ninja-Figur, 2 Euro, perfekt. Aber dann haben wir natürlich auch die 61 mit den Eiskaiser, die aktuell ist. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und das ist doch wohl perfekt. Also öffnen wir jetzt alles, zeige ich euch. Und der Preis. Deswegen, ich habe gesagt, braucht nicht handeln, mitbringen, fertig, aus. Ist ja wohl einfach nur top. Ne? Normalerweise reißt man die ja seitlich auf. Und da muss ich wirklich sagen, für den Preis, alleine so ein Ninjago-Magazin, für rund 2 Euro, Boosterkarte, Minifigur, limitierte, es passt wirklich wunderbar. Und dann noch eine aktuelle. Okay, habe ich ja öfters mal den Glück gehabt und Videos gemacht. Aber das ist ja wohl richtig Hammer, der Eiskaiser. Ja, ist natürlich jetzt hier ein bisschen mehr. Also, ich bin immer noch begeistert. Und von das Magazin brauche ich ja nicht näher darauf eingehen. Habe ich ja natürlich schon angeboxt. Wer es natürlich wissen will, was da drin ist, guckt sich bei mir die Ninjago-Magazine an. Und ihr seht es, es ist ein leichter Knick drin. Seht ihr das? Aber für den Preis kann man nichts machen. Was drauf liegen, geht er auch so schon weg. Und das ohne, dass die Farbe springt oder kaputt geht, noch was drauflegen lassen, oder lege ich mir das drauf, dann passt es. Aber es ist nur perfekt. Ach, ich nehme doch mal die Schere, weil geht es doch ein bisschen schneller. Aber das Video wird ja sowieso länger, weil ich ihm alles auspacke hier vor die Kamera. Und ihr mir natürlich alles in die Kommentare schreibt, wie ihr das findet. Gönnt euch auch mal ab und zu sowas, wenn es wieder erlaubt ist. Oder kennt ihr jemanden, der euch das mitbringen kann? Wie mein Kumpel, der kannte sie jetzt und hatte mich vorhin gefragt, weil er da war. Und es passte einfach nur. Und ja, einige schreiben ja immer wieder, was übertreibst du damit und. Ich weiß es, aber ich bin immer ein Sammler, der Lego-Minifiguren sowieso sammelt. Schon seit Jahren, dafür kennt ihr ja meine Videos. Und das ist eigentlich immer perfekt. Und sie steigen ja auch an Wert. Ja, ich verkaufe sie auch noch nicht. Weil ich habe ja auch einige dabei, die sind schon richtig wertvoll. Allein meine limitierten Karten. Einige von euch kennen ja meine ganzen Videos mit limitierten Karten. Und ich kann euch sagen, da ist mehr und mehr geworden. Aber
Noch bin ich Sammler und Jäger, wie man so schön sagt. Besonders hier die limitierte Karte, die LE4. Das ist eine Magazinskarte. Die wird einschlagen. Das wird auf jeden Fall eine Karte. Ah, ich schätze mal, wenn das Magazin nicht mehr da ist, so in 3 Monaten bis ein halbes Jahr, wird die auf jeden Fall ihre 10 Euro oder an die 10 Euro auf jeden Fall die Berechtigung haben. Aber ihr kennt das ja aus anderen Lego Ninjago Magazinen. Da sind Karten teilweise schon bis 80 Euro, 90 Euro. Ja, der goldene. Einige Fans wissen, was ich meine. Der weiße für 25 Euro in der Foren-Serie. Das ist wirklich. Deswegen, wenn ihr es könnt, es geht alles ins Geld, das weiß ich auch. Aber wenn ihr auf dem Flohmarkt oder Wochenmarkt seid und seht sowas und ihr habt die Möglichkeit, 2, 3 Magazine zu kaufen, ich betone es immer wieder, macht es einfach. Ihr lasst die Karten ein bisschen liegen, tut sie dann im Internet wieder verkaufen und ihr habt euer Geld raus für alle Magazine, die ihr gekauft habt teilweise. Aber das sage ich ja immer und immer wieder. Ich weiß, jetzt zur Zeit ist alles ein bisschen schwierig, aber es gibt ja trotzdem noch die Sammler, die ihre Sammelkarten gerne voll machen möchten. Welche haben es vergessen, fangen erst in ein halbes Jahr an, wissen nicht mehr, wo sie die limitierten Karten herkriegen und deswegen sind die Preise ziemlich hoch für die limitierten Karten aus Magazin. Also, das war jetzt das aktuelle Magazin, die Nummer 61 mit den Eiskaiser. Ist richtig cool, dass ich jetzt davon so viele habe, kann ich eine Eiskaiser-Armee machen. Einen lasse ich vielleicht den Horn, alle anderen abmachen und dann habe ich meine Eiskaiser-Armee. Ja, hört sich nicht schlecht an, ist auch witzig. So, jetzt kommen wir natürlich erstmal ein bisschen an die Seite schieben zu das Magazin Nummer 60, was ich 1, 2, 3, 4 Mal habe, ist aber auch eine Minifigur, limitierte Karte, Boostertütchen. Kann ich demnächst wieder Videos von machen? Habe ich ja reichlich. Ich besitze ja selber noch Multipacks und Blister, die ich die ganze Zeit nicht zukomme, sie auszupacken. Ah, ist einfach nur cool in Grün. Gibt es ja auch schon in Blau und in Rot, glaube ich. In die älteren Magazine. Vielleicht habe ich ja das Glück, auch die irgendwann dran zu kommen. Ah, ich sehe gerade schon, die Karte hier ist nur unten ein wenig der Druck nach oben hingerutscht, ist aber trotzdem eine 8,5. Würde ich auf jeden Fall behaupten. Da ist das Tütchen. Hier kaputt. Hole ich mir gleich raus, baue ich zusammen. Muss ich das erste Tütchen wegschmeißen, weil wenn ein Loch drin ist und man verliert einen Teil, ist es absolut ärgerlich. Es ist wirklich dann ärgerlich. So, ich habe das Video gleich beendet. Booster-Tütchen. Minifigur, aber ihr könnt ruhig meckern, wie ihr wollt, mit den übertriebenen Videos, die ich immer, aber immer wenn ich dran komme, werde ich sowieso weiter damit machen. So, das letzte Lego Ninjago Magazin Nummer 60 und dann kommen wir zu das Legendäre hin, was ich natürlich auch schon mehrfach habe. So, ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge Booster der neuen Lego-Serie. Besonders wieder sehr viele Lego Ninjago Minifiguren. Ihr kennt ja davon mein Video ja. Da sind ja auch schon ein paar hundert und die werden auch immer mehr und mehr. Gerade bei sowas. Top. Also für mich ist es top. Ihr könnt mir ja eure Meinung schreiben. Zum Glück hat jeder eine andere Meinung. So, und einmal war das Lego Ninjago legendäre Magazin dabei mit der
limitierten Karte LE24 aus Serie 4 müsste das sein, ja? Und die beiden Ninjagos. Also ein Ninjago und den Knochen. Ist richtig cool. Habe ich aber auch schon mehrfach. Irgendwo habe ich das auch mal in so einem Flohmarkt-Video euch präsentiert. Erstmal die limitierte Karte wieder. Die ist aber... Ist die angezackert? Die ist ja... Da ist ja mehr dran gewesen wie alles andere, aber trotzdem kein Knick. Der Druck ist auch fast perfekt. Stimmt so. Und natürlich dann noch die Lego-Minifiguren. In diese Verpackung habe ich sie ja auch alle original noch eingepackt. Passt also. Also, ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Dass es übertrieben ist, braucht ihr nicht zu schreiben, das weiß ich, aber so mache ich es immer, wenn ich dran komme, sowas Übertriebenes. Viele Stammzuschauer wissen das, dass ich das immer mache, ist nirgendwo noch was drunter, aber ich habe jetzt wieder reichlich Lego-Minifiguren, wo ich auch meine Dioramen irgendwann mal fertig kriege, limitierten Karten sowieso, alles andere, wisst ihr, schreibt ihr mir in die Kommentare. Und ich sage, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu. Und vor allen Dingen, bleibt gesund.